das Atelier Gando. Also, bevor ich über das Projekt spreche, möchte ich vom ganzen Herzen, wirklich vom ganzen Herzen allen danken, die wirklich an diese Idee geglaubt haben und uns finanziell unterstützt haben. Ohne dieses Geld hätten wir nicht starten können. Ey, das war super. Dieses Projekt ist so wichtig, weil es uns einen Rahmen schafft, das in Gando bekannt gewordene Projekt voranzutreiben. Die Werkstatt ist erstmal größer als ein Klassenraum. Die Werkstatt ist größer als zwei Klassenräume, weil wir dort wirklich große Maschinen lagern wollen, Holz lagern wollen, Lehmsteine lagern wollen, aber auch Forschung betreiben. Sie sollte von der Idee her anders sein als unsere bisherigen Projekte. Ich persönlich komme aus Gando. Ich weiß wirklich, wie schwierig es ist, an Wissen heranzukommen, an Ausbildung heranzukommen. Wir versuchen dann mittels dieses Zentrum, was wir dann bauen, wirklich die Ideen, die wir die ganzen Jahre entwickelt haben, zu vertiefen, diese Ideen zu vertiefen, fortzuentwickeln und auch an vielen möglichen jungen Menschen zu übertragen. Wir haben ganz schnell auf der Better Place-Seite was Rechteckiges gezeigt. Als wir nach Gando ankommen mit dem Plan, haben wir was Neues zeigen wollen. Wir haben diesen Plan an den Kontext angepasst. Die Werkstatt ist fernab der Schule, inmitten der Gehöfte. Und deshalb haben wir beschlossen, die Struktur der Werkstatt an die Struktur der traditionellen Gehöfte anzupassen. Eigentlich organisch. Also von der rechtwinkligen zu einer runden Form. Die Neuerungen bei diesem Projekt Atelier für Gando war es, wirklich andere Wege in der Dachstruktur und Schrankstruktur zu erfinden. Das heißt, indem man Eukalyptushölzer nutzt. Die sind da, das ist wie die Pest, die wachsen, ziehen das Grundwasser weg. Und wir wollten sich zusammensetzen, um Stützen zu machen und später Träger. Das hilft uns, viel, viel Geld für Metall zu sparen. Wenn wir diese Eukalyptushölzer so zusammensetzen, um daraus eine Stütze und einen Träger zu machen, dann geben wir eine bessere Nutzung für dieses Material, der nur für Abstützung im Bau dient und danach verbrannt wird. Und das ist gut und zukunftsweisend. Sonnen- oder luftgetrocknete Lehmsteine, solche Steine haben wir hergestellt. 30.000, wirklich, mit den Menschen. Das misst 30 cm mal 20 mal 10. Und damit wollen wir die Werkstatt bauen. Ja, ist richtig schwer. Ja. Die Idee war es, mit Studenten aus der italienischen Schweiz, aus der Accademia di Architettura, mit nach Gando zu nehmen, die helfen sollten mitzubauen. Und natürlich wollte ich auch, dass später diese jungen Menschen sich mit dem Projekt identifizieren. Und daher haben wir versucht, dass die Studenten einerseits lernen, wie mit der Community gebaut wird, aber andererseits wollten wir eine Form nehmen, die sich der Wohnarchitektur der Menschen am nächsten ist, als dann diese rechtwinklige Architektur der Schulen, die wir bis jetzt gebaut haben. Also, das ist nicht nur ein Atelier, das ist ein Community Center, was wir so bauen. Das ist es. Indem wir wirklich zurückgreifen auf Materialien vor Ort, die wir veredeln, die wir versuchen neu zusammenzusetzen, bauen wir eine Struktur, die die Zukunft des Dorfes sichern wird, langfristig. Und dafür brauchen wir selbstverständlich weiterhin die Unterstützung der Sponsoren. Also ich rufe Sie alle, spenden Sie für dieses Projekt und kommen Sie auch nach Gando und machen Sie mit, wenn Sie wollen. Also, das Projekt steht. Es ist keine Fiktion. Dank Ihrer Spende. Danke.